Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Horse Reality, das Browser-Game. Leute, ich habe die Riding School gerade schon angeschubst, weil ich's komplett verpeilt habe, Leute. Jedes Mal, wenn ich Horse Reality sehe, dann klicke ich da irgendwie drauf. Keine Ahnung, ich habe irgendwelche Probleme. Heute, beziehungsweise gestern, war ein sehr, sehr trauriger Tag in Horse Reality. Ich habe es auch noch nicht wirklich überwunden, muss ich gestehen. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, beziehungsweise angedeutet, dass mir eine Zuschauerin geschrieben hatte, dass ich mich ja bald von meinem Classic Revolution verabschieden muss, denn er ist bald 25 und dann sterben die Pferde in Horse Reality. Und ich war absolut nicht bereit für die Info gestern, die ich über die Notifications bekommen habe. Denn Leute, wenn wir hier draufklicken auf Notifications und uns ein bisschen durchlesen, was hier steht, dann sehen wir hier Yesterday at 2 o'clock in the morning. Also ich habe es natürlich erst mittags oder so gesehen, als ich mich einfach eingeloggt hatte, steht hier Your horse Dakota's pick of 25 years, 5 months passed away peacefully in its sleep last night. Also ihr Süßen, mein allererstes Pferd, das verstorben ist in Horse Reality, ist Dakota's Pick. Sie wurde 25 Jahre und 5 Monate alt, die kleine Maus. Und wenn wir hier drauf drücken, dann sehen wir sie auch in Greater Pastures, auf der Regenbogenbrücke, hinter der Regenbogenbrücke, über der Regenbogenbrücke. Leute, ich habe keine Ahnung. Wir stehen hier. Leute, ich stehe ein bisschen neben mir. Das tue ich auf jeden Fall. Ansonsten meinte ich, es steht hier diseased, das heißt verstorben. Falls ihr nicht wisst, was es heißt. Diseased heißt verstorben. Und die kleine Maus ist verstorben. Was ich ganz interessant fand, was ich bis jetzt zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, ob man die Sättel und die Hintergründe, die man auf den Pferden hat, abnehmen kann, wenn sie gestorben sind. Und das habe ich ausprobiert gestern gleich noch und man kann. Sie hatte ein komplettes Equipment drauf, sie hatte ein Halfte drauf und sie hatte den besten Sattel, also die beste Tag hatte sie drauf. Das konnte ich ihr ohne weiteres abnehmen. Das heißt, ihr könnt, wenn eure Pferde verstorben sind, Hintergründe, Halfter und auch Ausrüstung von euren Pferden abnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob man irgendwie das Pferd im Himmel besuchen kann. In Horse ist es ja zum Beispiel so. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, 10 Jahre lang Horse gespielt. Und da ist es ja so, dass man die Pferde im Himmel besuchen kann. Ich glaube, dass es bei Horse Reality nicht möglich ist, in irgendeiner Form das Pferd nochmal zu besuchen. Das heißt, nachdem das Pferd hier in den Notifications steht, ist es quasi weg. Außer es hat natürlich einen Stammbaum, wo man draufklicken kann. Aber Farewell Dakota's Pick. Ich hab dich gern gehabt, du kleine Maus, du hast mir meine White Witch gebracht. Ihr seht's hier, sie hat 4 Nachkommen gehabt, die kleine Maus. Einmal White Witch, Classic Novel, Pepper Got a Gun und Gunter's Girl Got a Gun. Die Gunter's Girl Got a Gun wurde geboren, bevor ich sie gekauft habe, denn ich habe sie damals aus dem Markt rausgekauft, die kleine Maus mit ihren blauen Augen und ja, sie ist mein erstes Pferd, das verstorben ist. Ich finde es tatsächlich mega traurig. Ich habe es gar nicht erwartet, dass ich es so traurig finde, wie ich es tatsächlich finde. Aber es ist so, man kann es nicht ändern, es ist ein Spiel und man wird sich, denke ich, relativ schnell daran gewöhnen, dass die Pferde jetzt sterben, denn wir spielen jetzt diese Spielzeit, ich glaube, 11 Monaten. 10 Monaten? Ich weiß es nicht genau, Leute, wann wir angefangen haben mit Horse Reality. Vielleicht spielen wir es auch schon seit einem Jahr. Moment, das kann man doch sehen, wann ich mich angemeldet habe, oder? Registered. October 8. Okay, also wir haben am 8. Oktober angefangen zu spielen. Das heißt, wir spielen das Spiel seit 11 Monaten und jetzt ist das erste Pferd gestorben. Bei anderen ist es schon vor 4 Wochen oder 3 oder so gestorben. Das heißt, es sind circa 11 Monate, wo die Pferde leben. Das ist schon eine mega krass lange Zeit, Leute. 11 Monate mit einem Pferd. Und
Die Zuschauerin hatte natürlich übrigens recht, dass Classic Revolution einer der nächsten ist, denn er ist jetzt gerade schon 25 Jahre alt und wird in den nächsten Tagen auch versterben. Ich habe ihm schon alles abgenommen gehabt, vor 2 Tagen, glaube ich, circa war das, weil ich eben nicht wusste, was passiert, weil er hatte ja auch den Winterhintergrund dran und ich war mir halt einfach nicht sicher. Mein kleiner Bub, ich verabschiede mich jetzt auch schon mal von ihm. Er war mein absoluter Lieblingshengst, Deckhengst, jetzt mittlerweile nicht mehr, er ist ja schon lang in Rente, aber Leute, guckt mal, das sind seine ganzen Nachkommen, es ist so krass, also wenn er ein paar Tagen von uns geht, dann haben wir noch ganz viel Nachwuchs von ihm hier in Horse Reality. Oh mein Gott, Leute, was für ein trauriges Video. Ich habe auch nicht gewusst, dass es so traurig wird. Oh mein Gott, ich bin einfach, ja, und natürlich, es ist mega übertrieben, es ist ein Pixelpferd, ganz klar. Also, ne, das, ich verstehe das, wenn manche sagen, pff, Gott sei Dank sterben die Pferde endlich, waren lang genug da. Verstehe ich absolut, Leute, verstehe ich absolut, weil 11 Monate ist eine mega krass lange Zeit dafür, Leute, dass wir nur 200 Boxen haben. Also, für mich nur, ich habe jetzt im Moment 196 von 200 Boxen. Ist 11 Monate definitiv eine lange Zeit. Ich habe mir ein kleines, süßes, neues Pferd gekauft. Ich hatte das im letzten Video, glaube ich, angesprochen, dass ich mir einen kleinen Rabicano-Hengst kaufen wollte, der aber dann so schnell von der Bildfläche von der Bildfläche verschwand, dass ich keine Chance hatte, ihn zu kaufen. Und die liebe Weltstream, hi, servus, war so lieb und hat mir den kleinen Mann nochmal reingestellt. Und da ist er jetzt. Ich finde ihn mega besonders und vielen herzlichen Dank übrigens auch für den Hintergrund, denn der war schon drauf auf dem kleinen Buben und er ist mega schick, oder? Ich habe gar nicht geguckt, ob er deckt. Ja, er deckt für 4.500 und 150 Delta Points. Ah, das glaube ich, hatte ich eingestellt, die 150 Delta Points. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Er hat ein Very Good, 11 Good und hat 14 erste Plätze. Ich denke mal für einen Rabicano gar nicht so schlecht. Und weil wir ihn jetzt haben, müssen wir natürlich jetzt auch jemanden decken. Ich habe nur tatsächlich jetzt absolut... Nee, Moment. Wir gehen jetzt mal nicht aus der Maske raus, sondern wir machen einfach ein neues Fenster auf und gucken jetzt mal ganz kurz zu meinen Welsh-Ponys. Ich darf nicht mehr so viele Pferde decken. Das ist mein riesengroßes Problem. Wir bekommen Pferde und es ist einfach komplett utopisch. So, jetzt passt mal auf, Leute. Haben wir irgendeinen Rabicano? Nee, ne? Wir haben gar nichts. Wir haben nichts. Wir sind super schlecht vorbereitet. Warum sind wir eigentlich so schlecht vorbereitet? Weil ich kreuz und quer züchte und nie irgendwas ganz mache, irgendwie gefühlt. Wer ist denn hier gut? 663? Hat die wirklich 663? Ey, Alter, die hat wirklich 663. Was geht denn ab bei ihr? Ey, das läuft bei ihr. Sie hat 14 erste Plätze und ich habe nicht mal reingeschrieben, dass sie gut ist. Leute, wir gehen jetzt ganz kurz zu den Emojis. Also falls ihr euch fragt, wie ich diese Emojis immer reinmache, ich gehe zu getemoji.com und dann grab ich mir den Stern. Hier ist er. Hier ist der Stern, den grab ich mir und dann packe ich den einfach in den Namen. Mit SDRG und V, Leute. Und dann hat sie hier ein kleines süßes Sternchen. Das ist doch mega süß, oder? Ich bin dazu übergegangen, diesen Stern zu nehmen, weil den sieht man einfach leichter. Leute, Zelda ist es. Zelda is the one to go. Sie hat... Was hat sie denn eigentlich alles? Sie hat Splashed White Roan Cream. Ja. Das hat sie alles. Und jetzt dann demnächst auch noch Rabicano-Träger. Also falls es alles vererbt wird von Zelda. Das wäre natürlich cool, Leute. Stellt euch mal vor. Cream, Splashed White Träger, Roan und Rabicano Träger. Und das in der Stute. Das wäre der absolute Oberknaller, Leute. Wir probieren es jetzt. Wo ist sie denn? Hier ist Zelda. Yes! Das wird klasse, Leute. Also, hoffentlich. Wir gucken mal, was rauskommt. Wahrscheinlich kommt
nichts raus. Wahrscheinlich kommt wieder ein Junge raus. Weil, Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Ich bekomme im Moment irgendwie gefühlt nur Jungs. Ich hoffe, dass das GP hochgeht. Weil die Zelda hat 663, er hat 585. Theoretisch, Leute, theoretisch müsste hier mindestens 630 rauskommen. Theoretisch. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt einen Hengstfohlen mit einem GP von 550 oder so. Das wäre so typisch ich im Moment in Horse Reality, Leute. Oh mein Gott. Das wäre absolut typisch. Also das Video wird heute ein bisschen länger, Leute. Es tut mir leid. Ich habe jetzt wahnsinnig lange über tote Pferde gesprochen. Ich hoffe, ich habe niemanden von euch runtergezogen. Wir machen jetzt tolle Sachen. Wir machen jetzt super klasse Sachen, denn wir haben jetzt gerade Zelda gedeckt. Ich habe ein neues Pferd gekauft und wir haben noch die kleine Blondie. Die süße kleine Blondie, ich liebe sie. Ich liebe sie. Sie ist einfach so zuckersüß, Blondie. Oder ist sie nicht einfach so mega niedlich? Und ich habe jetzt beschlossen, ein Haflinger ist ganz süß, aber ich möchte sie trotzdem jetzt mal decken. Ich möchte einfach jetzt mal gucken, was da so rauskommt, wenn ich meinen Hafi decke. Und bei der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall auch wieder Cinderella, sage ich, Cleopatra decken. Die Cleo, die ist ja ein Friese. Aber heute hätte ich gesagt, widmen wir uns mal den Haflingern und gucken einfach mal, hier sind wir, und gucken einfach mal, was es so an Haflinger Hengsten gibt. Und ich habe aber keine Ahnung, was ich für ein GP möchte. Was, Moment, wir müssen jetzt mal nochmal ganz, ganz kurz hier zu Blondie gucken. Sie hat 558. Gibt es denn vielleicht ein GP mit 600? Das wäre doch nice, Leute. Ein GP von 600. Oh mein Gott, es gibt GPs von 600. Er hier hat ein GP von 629. Was geht denn bitte bei ihm ab? Was geht denn bitte bei ihm ab? Ansonsten, ich hätte halt gerne noch eine Search Option für Very Good und für Farben. Aber mit den Farben habe ich schon, habe ich glaube ich schon mal in der Update News gesagt, ist ein bisschen schwierig, weil es sehr, 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 sehr komplex ist. Und das glaube ich auch, dass es sehr komplex ist. So, beim Haflinger ist es mega schwierig, wenn die hier nicht reinschreiben, was der Hengst hat. Das ist mega problematisch. Ich habe jetzt zwei Hengste gefunden, Leute. Die haben beide ein mega heftiges GP. Er hier, Bolero, hat ein GP von 635. 635, hat zweimal Very Good und wurde auch schon Day Champion. Er hat aber auch 3 Second Premium und 5 Erste. Und dann haben wir noch Nesco. Er hat 4 Very Goods, was krass ist. Er hat 5 erste Plätze, 2-mal Second Premium und hat auch ein GP von 635. Das finde ich beides mega heftig, Leute. Ich finde es beides mega krass, was für gute Hengste es mittlerweile gibt. Es gab auch noch ein paar mehr, aber die sind eben mir persönlich rausgestochen. Wir gucken jetzt einfach mal, welcher. Ich glaube, er hier ist der bessere. Ja, er hat eigentlich manchmal auch, wie gesagt, nicht so gut, aber er hat eigentlich ein ganz gutes. Ich glaube, wir nehmen Nesco. Ich habe nur nicht geguckt, was die kosten. Wahrscheinlich kostet er viel. Nee, gar nicht. Er kostet gar nicht viel. Er ist von Mini. Er ist von Mini. Das ist super süß. Irgendwie, Haflinger sind irgendwie grundsätzlich nicht getestet. Kommt wahrscheinlich einfach daher, dass die, ne, was sind die? Die sind alle gleich aus. Oder fast, Leute. Deswegen, glaube ich, ist es nicht so wirklich wichtig, dass man sie testet. Aber, Das ist es jetzt. Sekretariat. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, die sind nicht verwandt. Weil ihr, ne, ihr findet es immer nicht so lustig, wenn die verwandt sind. Mir persönlich ist es vollkommen egal. Ich weiß auch nicht warum, aber mir persönlich ist es völlig egal. Aber ihr seid da immer sehr, sehr streng mit der Inzucht, Leute. Ihr seid da immer sehr, sehr streng. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Die Tinker, ihre Mutter, ist ja auch eine ganz, ganz süße. Wir decken für 6000 Horse Reality Credits insgesamt. Und dann bin ich mega krass gespannt, tatsächlich, was da rauskommt, Leute. Und als letztes besuchen wir natürlich noch wieder einen von euch. Und dieses Mal ist Kaninchenzauber dran. Bitte seid nicht traurig, wenn ihr nicht drankommt. Ich besuche jedes Mal jemanden, oder fast jedes Mal, wenn es immer zu lang wird, dann nicht. Aber ansonsten besuche ich wirklich jedes Mal jemanden. Und ich hoffe, dass irgendwann mal dann jeder drangekommen ist. Und bitte macht nicht mehr mit, wenn ihr schon mal drangekommen seid, weil jeder kommt nur einmal dran. Jetzt gucken wir aber zu Kaninchenzauber und schauen mal. KZ's Angel Estate in North America. Oh mein Gott, es hat Flügel! Ich kann gar nicht mehr Welsh Ponies. Das ist wie so Welsh Ponies of the America oder so.
wie Pony of the America. Oh mein Gott, es ist so süß. Es hat Flügel. Es wird gut zu Dakota passen, zu Dakotas Pig, die jetzt erst verstorben ist. Mein kleines Mäuschen. Würde sehr, sehr gut passen zu ihr. Und was schreibt sie? Hey, schön, dass du vorbeischaust. Zu mir. Ich bin ein 13-jähriges Mädchen, lebe in Deutschland, besitze ein Zwergkaninchen und reite auch im echten Leben. Ich besitze auch zwei Zwergkaninchen. Nun zu HR. Ich züchte hier Welschponys mit den Farben Rabicano, Splashed White, Sabino und Sabino Rabicano. Sabino Rabicano ist ja mega krass. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Du hast auch ein Quarter. Und dann hast du Oldenburger, Isländer und ansonsten hast du komplett Welsh Ponys und ein Trakehner. Leute, wie immer suche ich mir ein paar Pferde aus und dann sind wir gleich zurück. Oh Leute, ich habe mir ein paar viele Pferde rausgesucht dafür, dass ich schon so lange filme. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pferde ich euch dann tatsächlich zeige. Das erste Pferd ist Wolke. Die ist vom anderen Stern, Leute. Wolke ist vom absolut anderen Stern. Ihr fehlen wirklich nur noch die Flügel hier. Das ist super krass, Leute. Seht ihr diese... Ich krieg's überhaupt gar nicht. Sie ist natürlich ein Roan. Sie ist auch ein Rabicano, sieht man hier an der Schweifspitze. Sie ist ein Splashed White Träger und sieht einfach super krass aus, Leute. Super krass. Oh mein Gott. Dann habe ich mir natürlich noch den einzigen Quarter, den sie hat, rausgesucht. Er ist ein Rabicano. Man sieht es ein bisschen angedeutet. Bei Rabicano sieht man immer super schlecht bei so mega krass hellen Pferden. Er hat einmal Very Good. Er wurde leider noch nicht zur Show angemeldet. Er hat ein GP von 634, was für ein Rabicano absolut in Ordnung ist. Und deckt für 5000 Horsefidelity Credits oder 25 Delta Points. Das finde ich eigentlich super, super fair. Und ich finde ihn auch richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt gerade... Habe ich jemanden? Ariel ist aber nur ein halber, ne? Wer ist denn bei mir noch Rabicano und ist nicht gedeckt? Leute, sie ist doch perfekt. Distant Myth. Distant Myth. Die sind vermutlich verwandt. Ja, sind sie. Timeless Tyrant. Leute, hilft nichts, ne? Rabicano, da kann man nichts tun. Das ist Inzucht ohne Ende. Egal, Leute. Egal. Wir ignorieren es jetzt einfach mal komplett, weil da könnte was richtig Krasses bei rumkommen, weil die sind beide Rabicano. Sie hat noch dann. Beide haben Champagne, Splashed White. Leute, wir decken. Da kann man jetzt überhaupt nichts tun. Wir decken hier mit 25 DP und yay. Dann habe ich mir noch Artemis rausgesucht. Die kleine Maus hat einmal Very Good. Ist ganz offensichtlich ein Splashed White Sabino. Ist mega. Mega. Leute, wenn man mehr Boxen hätte, dann könnte man auch die verschiedenen Farben von den verschiedenen Rassen decken. Es ist aber nicht möglich, wenn man nur 200 Boxen hat und so viele Pferde wie ich. Dann hat sie noch einen Rabicano, der sieht mega krass aus, Leute, der ist so schick, dreimal Very Good, er hat auch schon ein Star-Prädikat und er deckt für 12.500 oder 75 Delta Points. Der ist mega, Leute, oder? Der ist richtig mega. Er hat natürlich auch ein Cream-Gen, ansonsten hat er nichts, ne? Nee, er hat ein Cream-Gen, er ist ganz offensichtlich ein Buckskin, sieht man ja ihm schon an, ein Buckskin-Rabicano. Wunderschön. Und das letzte Pferd, das ich mir rausgesucht habe, ist auch nochmal ein Hengst. Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Es ist ein Sabino Splashed White. Habe ich gerade vorhin Rabicano gesagt? Leute, ich habe keine Ahnung. Sie hier, ne? Sie ist ein Sabino Splashed White. Ich glaube, ich habe Rabicano gesagt. Egal, Leute. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich, ne? Er ist auch ein Sabino Splashed White mit Silber und Cream Gen. Er sieht mega heftig aus. Er ist wunderschön. Er hat leider ein nicht so gutes GP wie der Buckskin. Er hat ein GP von 580 und dreimal Very Good. Aber er ist mega schön und der Sakura-Hintergrund sieht bei ihm richtig toll aus. Er deckt für 15.000 Horse Reality Credits oder 100 Delta Points. Schaut auf jeden Fall mal bei Kaninchenzauber vorbei, falls ihr auch Welsh Ponys züchtet. Und dann hätte ich gesagt, war es mit diesem schon wieder ellenlangen Video, Leute, von Horse Reality. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!